Wir haben jetzt gerade die Zahlen gehabt, drittes Quartal, Wirtschaftswachstum Deutschland, ganz leicht geschrumpft. Im Grunde genommen sehen wir, dass die deutsche Wirtschaft irgendwie in so einer Stagnation festhängt. Ja, und ob es dann mal plus 0,1, minus 0,1% Wachstum ist, ist ziemlich egal. Deutschland spürt einfach, dass es einerseits doch ein bisschen der Krankenmaul Europas ist, andererseits die konjunkturellen Gegenwinde hat. Hohe Zinsen, China, das ausfällt, hohe Inflation und natürlich mit diesen ganzen strukturellen Herausforderungen zu tun hat. Und das alles macht, dass Deutschland nicht nur aktuell, sondern auch in den kommenden Quartalen in einer Stagnation bleiben wird. Bei der Inflation gibt es wenigstens positive Neuigkeiten. Die Inflationsrate ist im Oktober nochmal gesunken, endlich unter 4%. Und ich gehe davon aus, dass wir auch noch bis zum Jahresende dichter an die 3% herankommen werden. Warum? Die Energiepreise sind nicht weiter gestiegen, die Gaspreise sind auch im Jahresvergleich deutlich nach unten gekommen, aber auch die Nahrungsmittelpreise fangen an, so langsam, sogar im Monatsvergleich zu sinken. Also wir haben einerseits diese sogenannten Basiseffekte, die Inflationsrate nach unten drücken. Andererseits aber wirklich schon eine Deflation bei einigen Sektoren, einigen Gütern, einigen Dienstleistungen fallen seit ein paar Monaten die Preise wieder. Das heißt 3% bis zum Jahresende für die deutsche Inflation. Nach dem September-Treffen war die EZB irgendwie unzufrieden mit der Marktreaktion. Wir hatten ja auch gesagt, Schluss aus Basta, das war's. Das passte der EZB nicht so ganz in den Kram und sie hat versucht, in den Wochen danach deutlich die Markterwartung wieder nach oben zu bekommen, deutlich die Tür zu öffnen für noch eine Zinserhöhung. Jetzt beim letzten Treffen, Ende Oktober, da hörte ich es aber schon wieder ganz anders an. Ja, da hat Christine Lagarde deutlich gemacht, dass sich auch die EZB mehr Sorgen macht um die Konjunktur in der Eurozone. Die Inflationsrate kommt zurück und von daher gehe ich davon aus, dass wir jetzt schon den Zinsgipfel erreicht haben, sich die EZB im Dezember, aber auch in den kommenden Monaten 2024 erstmal auf diesem Zinsniveau bewegen wird. Keine weitere Zinserhöhung, aber auch noch nicht so schnell eine Zinssenkung.